1000 PS live von der Motorrad Linz 2014. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich bin, was das ist oder wer du bist. Kannst du mich bitte aufklären? Mein Name ist Martin Reingruber von der Firma Hammer Maschinenbau. Wir sind ein kleines, junges Unternehmen im Mühlviertel in Bad Leonfelden und haben in den letzten 4 Jahren das Elektromotorrad, den Johammer, entwickelt und präsentieren uns erstmalig auf einer Messe, weil wir jetzt mit März mit dem Verkauf dieser Motorräder beginnen werden. Ja. Das Design erinnert mich so ein bisschen an dieses Steampunk, so Retrofuturismus. Was befindet sich unter dieser unkonventionellen Schale? Im Wesentlichen hat die Karosserie eigentlich nur die Funktion, das ganze Innenleben, die Technik zu schützen. Das heißt, wenn man über diese 4 Fußrasten praktisch diesen Body runterhebt, sieht man das ganze Innenleben, sprich beim Elektromotorrad eben das große Akkupack, die Leistungselektronik, den Motor und die ganzen mechanischen Teile. Das ist eigentlich die Funktion, die du dahinter findest. Und woher stammen die anderen Teile? Diese Armaturen erinnern mich zum Beispiel an Honda-Armaturen. Habt ihr das einfach so zusammengesammelt? Das Motorrad ist im Grunde eine komplette neue Entwicklung. Wir sind eigentlich in unserer Kernkompetenz Sondermaschinenbauer. Das heißt, wir bekommen normalerweise von unserem Kunden Aufgabenstellung, die wir lösen müssen. Und da fangen wir immer bei der Aufgabe an und überlegen uns, wie würden wir das machen. Das können wir recht gut. Und wie wir uns eben entschlossen haben, das Elektromotorrad zu entwickeln, zu bauen, war eigentlich auch für uns die Kernaufgabe, wie würden wir, ohne dass wir jetzt uns auf andere Konzepte irgendwie was abschauen würden, wie würden wir ein Motorrad bauen mit dem Fokus Leichtbau und Elektromobilität. Und das Einzige, was damit eigentlich vorgegeben war, waren die 2 Räder. Wie das dazwischen ausschaut, ist eigentlich komplett ohne irgendwelche Vorgaben in unseren Hirnen entstanden und die sieht man jetzt da. Also das Einzige, was wirklich Zukaufteile sind die Reifen und die Bremsscheiben und ein paar Bedienelemente, aber die Spiegel, die du angesprochen hast, sind wieder eine Eigenentwicklung von uns. Also wir haben uns da nicht irgendwo bei Honda oder anderen Mitbewerbern oder Motorradherstellern orientiert. Das ist einfach für uns in der Funktion, für das, was das Ding können muss, für uns wichtig, dass das so ausschaut. Die Lenkung ist eine Radnamenlenkung, das hat was mit dem Grundaufbau zu tun. Das ist eben, hinter der Hülle verbirgt sich eben nicht der typische Rahmen, wie man vom Motorrad kennt, sondern die ganze Technik ist auf einen sehr schmalen, horizontalen Hohlkörperrahmen aufgebaut, der ist ca. 100 mm hoch. Da drinnen sind die ganzen Federungs- und Dämpfungselemente angebracht. Das heißt, es bleibt eigentlich vorne, gibt es die Möglichkeit nicht, dass man da irgendeine Gabelkonstruktion dran montiert, sondern man hat auch vorne diese Schwinge und damit diese Lenkung. Das ist also ein technisches Highlight. Und was eine besonders große Innovation aus unserer Sicht ist, ist eben die Reichweite, die wir mit dem verbauten Akkupack erreichen können. Grundsätzlich gibt es das Ding in 3 Varianten und damit Reichweiten. Das ist einmal mindestens 100 Kilometer, mindestens 150 Kilometer und mindestens 200 Kilometer. Ich betone das mindestens aus dem Grund so stark jetzt, weil sehr viele Hersteller heute reinschreiben ins Katalog, 100 Kilometer Reichweite wird damit erreicht. Und wenn man dann wirklich einmal sehr sportlich oder flott unterwegs sein möchte, dann ist meistens oder öfters auch schon mit 60, 70, 80 Kilometer der Spaß vorbei. Und das ist aus unserer Sicht nicht gut, wenn man sowas ausliefert. Bei uns sind es wirklich die Untergrenzen, die man in jeder Fahrweise so quasi erreichen kann. Und jetzt konkret wieder auf das große Park, 200 Kilometer Reichweite, da können wir schon was herzeigen. Es ist eben so, dass wir bei unseren Ausfahrten 2013, wo wir diese Vorserienmodelle getestet haben, es geschafft haben, in einem Tag durch Österreich durchzufahren mit einem Aufladevorgang. Das ist schon recht eine klasse Geschichte. Ja, ja, toll. Wie geht es jetzt weiter mit dem Projekt? Verkauf, Vertrieb, Preis? Wie gesagt, wir haben uns zuerst mal lernen müssen, das Ding zu bauen. Wir sind, man sieht das eh, das ist nicht irgendwie vergleichbar mit anderen Motorrädern. Das heißt, wir können das nicht irgendwo bei einem konventionellen Motorradhändler in das Schaufenster stellen. Der Vertrieb wird also, der jetzt mit März startet, wird auch bei uns im Werk quasi beginnen. Wobei es eben einige sehr interessierte Leute gibt, die uns schon jahrelang jetzt mit dem Projekt begleiten, die durchaus, sage ich mal, mittelfristig Partner und Händler für uns darstellen können. Aber so also im ersten Jahr wollen wir eben zwischen 30 und 50 dieser Motorräder wirklich an den Mann bringen. Und da wird der Vertrieb ausschließlich direkt von uns am Werk sozusagen stattfinden. Wie das in einem Jahr und in 2 Jahren ausschaut, können wir noch nicht genau sagen. Wir haben Ideen, wie es sein könnte, aber ja, wir sind da nicht irgendwie fixiert drauf. Also da warten wir ab, wie die Geschichte sich entwickelt. Ja? Naja, dann geht sich vielleicht auch eine Testfahrt für 1000 PS aus.
seid gerne eingeladen, also kommt nach Bordelheim-Feld und sobald das Wetter eine größere Ausfahrt zulässt, können wir es machen. Es gibt da hinten am Stand nur Informationen, ob März oder April, sobald halt das Wetter passt, werden bei uns pro Monat wirklich schöne Tagestouren angeboten, wo man so eine Runde mit etwa 200 Kilometer fährt durchs schöne Mühlviertel und da kann man sich über die Leistungsfähigkeit sozusagen von dem Bike dann auch wirklich überzeugen und einen sehr Gruß zu holen, wie man bei uns sagt. Ja? Dann wünsche ich euch viel Glück für die Zukunft. Danke fürs Interview. Passt, danke. Ja.